Wir sind heute hier, um die Zwangsräumung von Zigarida M solidarisch zu begleiten. Die Mieterin wurde heute um 11 Uhr zwangsgeräumt und wohnt seit 2014 hier. Sie muss Schikane, Bedrohung und Belästigung seit über 5 Jahren erleben, seit dem Vermieterwechsel. Ihre neuen Vermieter sind Herr Süßmann und Herr Nadler. Die Frau wurde hier systematisch von dem Eigentümer immer drangsaliert, Weihnachten, Strom ausgefallen oder Heizung ausgefallen. Zum Beispiel hat er hier irgendwelche Leute eingesetzt, die die schon mit dem Tod bedroht haben. Die Polizei hat das Verfahren eingestellt, auf den Privatklageweg verwiesen. Ansonsten schicken sie 5, 6 Leute zur Gefahrenansprache. Oder der Sohn wollte sie mit dem Pflasterstein erschlagen. Das Verfahren wurde auch eingestellt. Ja. Also alle Verfahren, die die Frau eingeleitet hat, wurden hier eingestellt. Und diese ganzen Streitereien mit dem Vermieter, mit seiner Frau, aber auch den neuen Mietern, hat sie versucht zu dokumentieren, um das auch als Beweis vor Gericht nutzen zu können. Sie hatte daraufhin auch die Polizei verständigt und gefragt, ob sie diese Videos speichern und nutzen kann. Das wurde auch bejaht. Und mittlerweile werden diese Videos als Kündigungsgrund verwendet. Und zwar konkret geht es darum, dass angeblich die Persönlichkeitsrechte der Vermieter verletzt wurden. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Wohnraum klaut. Wir als Initiative, wir beschäftigen uns mit ganz vielen wohnungspolitischen Themen, wie der Enteignung von Wohnungskonzernen, dass die stadteigene ABG wieder günstiger vermietet und an das Wohl der Menschen denkt. Aber was wir lang vernachlässigt haben und was ein total wichtiger Punkt ist, dass Zwangsräumungen wieder stoppen müssen, weil das die gewaltvollste Form der Verdrängung ist und so Menschen in existenzielle Nöte bringt, dass das somit der wichtigste Punkt ist, auch daran anzusetzen und das zu verhindern und wirklich mehr Sichtbarkeit dafür zu schaffen und auch der Stadtgesellschaft nochmal vor Augen zu führen, dass das jeden Tag passiert.